Das Jahr 2023 geht zu Ende und es war ein bewegtes Jahr für die IHK Würzburg-Schweinfurt. Im Januar hat sich unser Ehrenamt neu konstituiert mit Caroline Trips, erstmals in der 180-jährigen Geschichte der IHK eine Frau an der Spitze des Ehrenamtes, und auch im Hauptamt gab es einige organisatorische Veränderungen. Mit Blick auf die Region war das Jahr bewegt und herausfordernd zugleich. Wir sehen Krieg in Europa, wir sehen Inflationsraten, die in die Höhe schießen, wir sehen Energiepreissteigerungen. Dazu kommt der Bürokratismus für unsere Unternehmen und das Ganze ergänzt durch Dauerthemen wie Arbeits- und Fachkräftemangel und die Digitalisierung. Für uns als IHK daher wichtig, unsere Betriebe dabei zu unterstützen, dass sie zukunftsfähig aufgestellt sind. Und das Stichwort Zukunft ist das, was mich positiv stimmt in der Region. Im Sinne von gemeinsam haben wir eine tolle Region. Es gibt zahlreiche Partner, ob das Hochschulen sind, ob das außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind, Gründerzentren, Politik, Zivilgesellschaft und die vielen tollen Menschen in der Region, die aus meiner Sicht dazu beitragen werden, dass 2024 ein tolles und erfolgreiches Jahr für alle werden kann. Wir müssen es nur tun. Mir bleibt an der Stelle, Ihnen für das kommende Jahr 2024 alles Gute zu wünschen, insbesondere Gesundheit.